Errichtet hat man ihn im Weiler Spiegler, Stadt Aulendorf. Ein solches Gebäude
konnten sich nur wohlhabendere Bauern leisten. Normalerweise befanden sich Wohn- und Wirtschaftsräume unter einem Dach. So ein Kornspeicher wurde meist ein Stück neben dem Wohnhaus gebaut, sodass bei einem Brand nicht beide Gebäude zerstört wurden. Also was man hier sieht, ist ein Dauerwelleautomat. Ich hätte zum ersten Moment gedacht, das ist Oberteil vom elektrischen Stuhl. Da wollte ich es nicht drunter sitzen. Saugentwöhner. Wie der Name schon sagt, sollte damit das Kalb vom Euter des Muttertiers entwöhnt werden. Dazu banden die Bauern den Riemen um die Nüstern des Kalbes mit den Stacheln nach außen. Wenn sich das Kalb nun dem Euter näherte, stach es damit seine Mutter, sodass die Kuh ihr Kalb nicht mehr bei sich trinken ließ. Jahren gekocht wurde. Die Strohdachhäuser hatten anfangs ja keine Kamine. Der Rauch der offenen Feuerstelle suchte sich seinen Weg selbst, zog auch durch Zwischendecken und schließlich durch das Dach ab. Auf diesem Bild können Sie sehen, wie düster die Küchen damals waren. Die Wände sind von Ruß geschwärzt, aber das hatte auch Vorteile. Der Ruß imprägnierte die Holzbalken und schützte das Fachwerk so vor Schädlingen. Ich weiß es so recht. Es gibt so viele Kinder, die Weiber im eigenen Leib einfach wegsterben. Bitte. Da hilft auch kein Hebamme und keine Hebamme wissen. Oh je, na weiß ich auch nicht mehr weiter. Der Sohn von der Rosel war meine letzte Hoffnung. Die Rosel hat ja auch F-Teil in der Hand. Aber wenn der schon nicht mehr hilft. Oh ja, ich weiß doch auch nicht. Die selber hat eigentlich nur auf dem Feld müssen zum Tor. Thank you.
hob der Hufschmied Andreas Miele 1886 die Decke an, damit die große Esse Platz fand. Zudem musste er den Boden mit feuerfestem Material belegen und an der Rückseite einen hohen Kamin bauen. Der Schmied war im Dorfalltag sehr wichtig. Er beschlug nicht nur die Arbeitstiere, sondern fertigte und reparierte das Werkzeug und die Geräte für die Feld-, Haus- und Waldarbeit. Mitte des 20. Jahrhunderts nahm die Motorisierung jedoch stark zu. Statt Pferden und Rindern waren nun Traktoren auf den Feldern unterwegs. Viele Schmiede mussten ihren Beruf aufgeben oder wurden zu Mechanikern für die neuen Landmaschinen. Thank you.
ist jetzt der Saal mit oberschwäbischen Trachten. Nebenhose, eine Frühjacket. Und lustige Hüte, der da hinten kenne ich, vom Schwarzfähre. Der hat auch so einen Hutkett mit Schnalle. Da, Schwarzfähre. Also hier liegt ein klassisches Genderverbrecher vor, weil hier ist der Maibaum von Tussenhausen, erstellt von den Maibaumfreunden Tussenhausen. Eigentlich müsste es Maibaumfreundinnen heißen. Oder wie oder was?
für staufische Burgen typische Doppelkapelle. Im unteren öffentlichen Kirchenraum nahmen Ritter, Gefolgsleute und Gesinde am Gottesdienst teil. Durch das Loch in der Decke konnte die adlige Herrschaft im privaten Raum darüber dem Gottesdienst folgen. So wurde die mittelalterliche Ständegesellschaft in oben und unten zementiert. Die Fugen des 800 Jahre alten Haussteinbauerwerks waren ursprünglich überputzt und mit Ritzfugen versehen. Eine belagerte Burg ohne Wasser war verloren. Der Brunnen ist 23 Meter tief in den gewachsenen Fels geschlagen. Experimentalarchäologen gehen davon aus, dass die mittelalterlichen Mineure 20 Jahre dazu gebraucht haben. Ein doppeltes Tonnengewölbe aus mittelformatigen Haussteinquadern auf zwei Arkadenbögen schützt